Blind auf dem Weg. Wie verloren laufe ich hin und zurück, hoch und runter. Im Kreis viel zu oft. Mir wird schwindelig. Es ist nicht mehr zum Aushalten, dieses leere Gefühl. In mir höre ich seine Stimme, seine Schritte, sein Atem, seinen Herzschlag. Als wäre ich genau da, sehe ich unseren Ort. Links ein Wald, der sich vor uns ausbreitet, bis plötzlich Wassertropfen vom Wasserfall auf unsere Gesichter fallen. Wir fangen an zu lachen. Es wird immer lauter, immer, immer lauter, wie schön unsere Stimmen zusammenklingen. Doch irgendwann höre ich nur noch ein Summen. Ich habe es verloren, das Bild vor mir. Es ist nicht mehr da. Ich vermisse es so sehr, da zu sein mit ihm. Mein Traum gestern Nacht, was wenn ich es schaffe, durch meine Sehnsucht, durch all meine Kraft und Konzentration zu ihm zu kommen? Was wenn mein Traum ein Zeichen war, eine Aufforderung, es zu tun? Ich muss es versuchen. Ich setze mich hin. Nein, lieber stehen. Ich stehe gerade, balle meine Hände zur Faust, schließe meine Augen und atme tief ein. Das Bild, ich muss es mir vorstellen. Ich muss versuchen, mich an alles zu erinnern, mir das kleinste Detail vor Augen bringen. Konzentrier dich. Gut, die Bäume sehe ich, ganz klar. Der Himmel, die Wolken, das Wasser. Die Steine, an denen ich mir mal das Bein aufgestützt habe. Und dann kommt er. Ja, ich sehe ihn. Sein Lieblings-T-Shirt und die graue Hose, die er immer nur wegen mir angezogen hatte, weil er wusste, wie sehr sie mir gefällt. Es fühlt sich an, als wäre ich da. Mein Körper löst sich irgendwie langsam auf und ich spüre seine Nähe immer mehr. Es funktioniert. Kopf, Brust, Beine, Arme, alles tut weh. Was, wieso, was passiert? Alles dreht sich und ich habe das Gefühl, ich explodiere. Die Hitze ist extrem. Brenne ich? Ich sehe aber kein Feuer. Ich sehe gar nichts mehr. Plötzliche Kälte stoßt gegen meinen brennenden Körper. Ich spüre Tränen, wie sie langsam über meine Wangen rinnen, als hätten sie Angst, auf den schwarzen, dunklen und kalten Boden runterzufallen. Nein, das sind doch nicht die Wassertropfen von unserem Wasserfall. Wo bin ich denn also? Überall ist es schwarz. Nicht mal meine Hände kann ich sehen. Ich versuche, wenige Schritte vorzulaufen und taste mit den Händen vor mir herum, in der Hoffnung, in seine Umarmung zu fallen. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Auf einmal stoße ich gegen eine Wand. Ich bin also in einem Raum. In einem Raum? Und wo ist die Tür? Ein Fenster oder egal welcher Ausgang. Ich komme hier sonst nicht raus. Ich muss schnell wieder reisen, weiterreisen, zurückreisen, egal was, nur weg von hier. Einatmen, ausatmen, Augen zu, Hände zu Fäusten. Komm, noch einmal konzentrieren. Du musst hier weg. Hat er mich denn schon vergessen? Denkt er nicht an mich? Wieso kann ich nicht zu ihm? Weil ihr nicht füreinander gemacht seid. Du gehörst nicht zu ihm. Was denkst du dir hierbei eigentlich? Dass du einfach so zu ihm teleportieren kannst? Dass alles wieder gut wird? Dass er dich in die Arme nimmt und ihr für immer glücklich sein werdet? Ja, das denkst du wirklich? Nein, Süße, so einfach ist es nicht und wird es auch nie sein. Es gibt auch andere. Er kennt andere und sieht andere. Nicht nur dich. Wie denn auch? Du bist nicht da bei ihm. Aber ich kann ihn doch sehen. Ich kann mir ihn vorstellen. Ich kann mich an alles, was wir zusammen erlebt haben, erinnern. Wieso sollte er es auch nicht schaffen? Hör auf damit, das stimmt alles nicht. Wir haben es uns gesagt, für immer und ewig. Und dabei wird es auch bleiben. Du naives, armes Unglücksstück. Du bekommst das, was du verdienst. Wenn du überhaupt etwas verdienst, das weiß ich nicht, aber er ist es ganz sicher nicht. Verabschiede dich von der Idee, ihn wiederzusehen. Er wartet nicht auf dich. Siehst du diese Dunkelheit? Das ist das, was er sieht, wenn er an dich denkt. Gar nichts, alles schwarz. Wenn er an mich denkt? Er denkt also an mich. Ha, siehst du, ich wusste es. Er hätte nie vergessen, was wir waren, was wir sind. Er denkt an mich, sogar wahrscheinlich gerade jetzt, und ich bin in seinem Kopf. Ich muss nur noch zu ihm durchdringen. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich weiß, was ich tun muss, und du wirst mir nicht mehr lange im Weg stehen und mich davon abhalten. Puh, okay, sei stark. Stell ihn dir vor dem Wasserfall im Wald. Ja, genau so. 3, 2, 1. Ich öffne meine Augen. Ganz, ganz langsam, denn ich habe Angst, wieder nichts zu sehen.
Doch als ich sie nur ein kleines bisschen aufmache, erschrecke ich mich. Ein grelles Licht schießt mir in die Augen und etwas stecht mich in den Rücken. Ich mache sie ganz auf und stelle mich vor Schrecken auf die Beine. Aber bald merke ich, ich bin an unserem Ort. Die Wiese links, der Wald und vor mir er. Unter dem Wasserfall, so ruhig und friedlich. Ich kann es nicht glauben. Ich bin da. Ich atme tief ein und renne zu ihm. Er hört das Wasser hinter ihm platschen und dreht sich um. Und dann ist alles wieder so, wie es war. So, wie es sein muss und so, wie wir es wollen. Ohne zu zögern erzähle ich ihm alles. Eine Gefühlswelle verstinkt ihn, doch er taucht wieder auf und sagt, alles ist gut. Die Zeit mit ihm an unserem Lieblingsort vergeht wieder mal viel zu schnell. Es ist Zeit zu gehen. Das möchte ich nicht, aber ich habe dieses leere Gefühl nicht mehr. Ich weiß jetzt, dass er immer bei mir ist und ich immer wieder zu ihm kann. Ja, das kann ich. Aber der Abschied ist voller Emotionen. Doch ich konzentriere mich nur auf die Positiven und mit einem Blinzeln bin ich wieder zurück. Nicht im dunklen Zimmer, in meiner Welt, in der er aber auch ist. Er ist nämlich überall, wo ich bin. Bei mir. Für immer. Er hat mich verändert und ich könnte nicht mehr dankbar dafür sein.